Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Ja, guten Tag, liebe Kollegen, begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und unseren Gästen von Dynamo Dresden. Die beiden Trainer am Platz genommen, wie immer hat der Gast das erste Wort, Markus Kautschinski, Ihre Analyse bitte. Ja, ich glaube, wir haben 20, 25 Minuten gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Haben schon gemerkt, dass die Umstellung in der Abwehr uns ein bisschen beschäftigt haben. Auch von der Aggressivität, von der Zuordnung dann Probleme gehabt. Dann haben wir umgestellt, haben da schon 1-0 zurückgelegen, alle unheimlich viel Druck gemacht, uns richtig zugesetzt. Konnten uns dann befreien mit der Umstellung, haben umkämpftes, zu dem Zeitpunkt dann ausgeglichenes Spiel, haben dann zwei Momente auf unserer Seite, wo wir dann 2-1 führen. Ja, und dann nach der roten Karte war es natürlich dann ein anderes Spiel. Da haben wir die Kontrolle gehabt, haben das in Ordnung gespielt. Du hast immer mal wieder das Gefühl gehabt, du hättest besser nach vorne spielen können, gerade so Viertelstunde, 20 Minuten, nicht wirklich gefährlich geworden. Da kann man die Momente dann, wenn man sich freigespielt hat oder über außen nochmal besser in die Tiefe zu spielen, haben wir einige Momente liegen lassen, haben trotzdem die Kontrolle gehabt. Halle war trotzdem immer gefährlich, hat so ein, zwei Schüsse, die knapp vorbeigehen. Da hat man gesehen, dass Halle auf diese Momente lauert und da haben wir in dem Moment dann auch das Quäntchen Glück gehabt und haben dann, glaube ich, die letzte Viertelstunde, letzten 20 Minuten immer mal wieder gefährliche Angriffe gehabt, waren ein bisschen zu umständlich hier und da. Und fast mit dem letzten Angriff dann das 3-1 in einem hart umkämpften Spiel. Halle hat uns alles abverlangt. Ich bin froh, weil für uns war es irgendwie besonders. Das war schon, die Woche war schon mit den langen Verletzungen von Basti Mai und Marco Hartmann war das schon ein Schock für uns. Die beiden haben unsere Abwehr schon zusammengehalten in den letzten Wochen, haben extrem gute Leistungen gebracht und von ihrer Ausstrahlung, ihrer Physis natürlich unheimlich wichtig für uns. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir heute gezeigt haben, dass wir mehr sind als die beiden, dass wir eine Mannschaft sind, die so Dinge auffangen kann und heute dann auch eine gute mannschaftliche Leistung abgeliefert haben, ausgeklammert natürlich die ersten 20 bis 25 Minuten haben wir schon ein bisschen Zeit gebraucht, aber das ist in Ordnung. Der eine oder andere, das hat man gemerkt, auch bei Robin, der länger nicht gespielt hat, wurde dann, glaube ich, mit jeder Aktion, mit jedem Moment auch immer stärker. Deswegen freuen wir uns heute sehr. Danke sehr. Danke, Markus Kautschinski. Übergebe das Wort an Florian Schnurrenberg. Ja, schönen guten Tag zusammen. Glückwunsch, Markus, dir und deiner Mannschaft zum Auswärtssieg. Hab ein sehr intensives, interessantes Spiel gesehen. Wir kommen wirklich gut rein, haben sogar die eine oder andere Situation, wo wir noch ein bisschen zielstrebiger sein können. Haben dann natürlich nach dem Führungstor schon gemerkt, welche Effektivität und Kaltschnäuzigkeit auch Dynamo Dresden dann hat, aus der ersten Chance sofort zurückzukommen, auszugleichen. Dann gibt es die Situation, er hat den Schiedsrichter, der in der Halbzeit sagt, war ein Handspiel. Wir wissen auch, Kevin Brohl schon viele Elfmeter gehalten hat. Wenn ich mir eins wünschen würde, wäre die 45. Minute ein bisschen anders gelaufen, weil unsere vierte gelb-rote Karte war in der Saison. Die anderen drei waren alle in der Nachspielzeit. Also relativ zum Ende der Partien, die wir hatten und heute, die tut doppelt weh. Einmal sind wir in Unterzahl und direkt danach gehen wir dann mit 2-1 in Rückstand. Dann haben wir uns vorgenommen, natürlich kompakt erstmal zu stehen, nicht mehr viele Räume anzubieten, weil Dynamo die natürlich auch immer wieder ausnutzen kann mit ihrer individuellen Klasse und wollten diese 2-3 Kontersituationen, die man eigentlich immer bekommt, ja dann vielleicht nochmal für uns ausnutzen. War ein abgefälschter Schuss von Eberwein, glaube ich, war vielleicht die größte Chance. Ansonsten, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, alles in allem, finde ich, hat meine Mannschaft ein Kompliment verdient, weil wir ja dem Spitzenreiter absolut Paroli geboten haben, hätte gerne im 11 gegen 11 gesehen bis zum Ende. Aber nichtsdestotrotz wird eine Menge Körner auch wieder gekostet haben, müssen uns jetzt gut regenerieren. Am Dienstag geht schon weiter und ich habe das schon vor der Partie gesagt, für uns wird wichtig sein, vor Weihnachten einfach noch alles an Punkten zu holen, was möglich ist, damit wir eine Menge Luft nach unten haben. Und darum geht es jetzt in den nächsten Tagen. Markus, dir und deiner Mannschaft, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank euch auch. Ja, soweit die Statements der Trainer. Bitte um ein kurzes Handzeichen, falls es Fragen gibt und die Nutzung des Mikros. Sofern, ja bitte, nimmst du dir das bitte, Fabian? Herr Schnurrenberg, Sie haben es jetzt zwar schon so halb angesprochen, aber Sie waren ja auch sehr erregt nach diesem Nicht-Elfmeter. Ich glaube, Sie haben eine klare Sicht.
Wie sehr war der Schiedsrichter denn heute entscheidend dann für den Ausgang des Spiels? Ach ja, nochmal, einen Elfmeter muss man erst reinschießen, dann hat natürlich uns geärgert, weil ein Handspiel war. Muss man dann auch abhaken. Aber ich sage, ich hätte lieber zu 11 zu Ende gespielt. Ja, dann wäre vielleicht ein Fußballspiel geblieben, also von uns auch, wo wir einen Gegner unter Druck setzen können, weil in der Anfangsphase ganz gut geklappt hat. Da hatten wir die Ballgewinne, die wir wollten. Ja, war nachher nicht mehr möglich, aber so ist das, müssen wir raus lernen. Und das Liedfeld hat gesagt, ja, das war dann auch der Unterschied heute, dass wir zweimal wieder bei diesen zweiten Bällen nicht so ganz auf der Höhe waren, was dann eben gegen so eine Mannschaft tödlich ist sozusagen. Sehen Sie es ähnlich, dass das heute dann so ein entscheidender Faktor dann war? Ja, na klar, ich meine, muss man auch erstmal so reinmachen. Das ist auch schon eine Qualität, die der Gegner dann hat. Und muss die Tore aber auch nochmal sehen in der Entstehung. Ja. Von außen gefühlt sind wir auf der Außenposition nicht zurückgelaufen und sind deswegen können wir den Schuss nicht mehr verteidigen, weil wir gedanklich ein bisschen zu spät waren. Aber möchte ihn nochmal sehen und dann werden wir mit den Jungs besprechen. Waren jetzt zwei Niederlagen in Folge, aber die Stimmungslage fühlt sich insgesamt einfach ganz anders an als zuletzt. Ist ein paar Niederlagen im Stück. Kann man trotzdem sehr optimistisch jetzt in diese letzten zwei Spiele reingehen? Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier heute wieder rauskommen. Pensum war enorm in den letzten Wochen, haben wir immer wieder gesagt. Auch Terrence haben wir heute, finde ich, haben die Jungs ganz gut vertreten. Wir sagen immer, wir können ihn eigentlich nicht ersetzen und trotzdem war es ordentlich. Ja, und das wird jetzt die Aufgabe für die nächsten beiden Spiele auch sein. War heute der Spitzenreiter. Ne? Und wir haben eine gute Leistung abgeliefert, wie ich finde. Hat zu keinen Punkten gereicht. Aber dass wir die Sachen jetzt nicht wegstecken können, da bin ich fest von überzeugt, dass wir das hinkriegen. Und müssen uns natürlich wieder gut regenerieren, weil ja, am Montag geht schon Richtung München und da wartet der nächste starke Aufsteiger auf uns. Herr Kocinski, Kevin Ehlers hat aus meiner Sicht heute sein bestes Spiel bisher gemacht für Dynamo Dresden. Sahen Sie das ähnlich in dieser Saison? Bestes Spiel? Ja, auf jeden Fall. Er hat auch ihm hat man angemerkt, dass er ein bisschen Zeit braucht. Und ich glaube, dass auch die Jungs so eine gewisse Nervosität, glaube ich, auch an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, mit jeder Aktion und vor allem dann mit der Umstellung ist er noch mal sicherer geworden. Und dann standen wir als Mannschaft natürlich auch besser. Und das hat ihm auch gut getan. Kocinski, wie erleichtert waren Sie denn, als Sie erfahren haben, Beuth spielt nicht und welchen Einfluss hat das darauf gehabt, die Abwehr so aufzustellen, wie Sie es am Anfang getan haben? Na gar nicht, ich richte das nicht nach einem Spieler aus und wir haben das schon oft gehabt, dann fällt einer aus und ein anderer ist umso stärker. Von daher, bei uns haben auch Leute gefehlt, das ist völlig normal. Wir haben uns natürlich schon darauf eingestellt, wie er sich bewegt und worauf wir achten müssen, auf die Entscheidung dann, dass wir mit der Dreierkette erstmal weitermachen, hatte das keinen Einfluss. Wir waren schon darauf vorbereitet, dass wir vielleicht wechseln müssen. Die Mannschaft hatte sich wohlgefühlt und deswegen sind wir erstmal so weiter reingegangen, aber haben gemerkt, dass die Zuordnung nicht so passt. Und dann war es eigentlich egal. Wir nehmen eigentlich die Gegner, wie sie kommen. Und dass jetzt zu der Jahreszeit auch Gegner Spieler ausfahren, das merken wir ja selber. Das ist dann einfach so. Marvin Stefaniak hat heute nicht so ins Spiel gefunden. Sie haben ihn dann auch runtergenommen wegen der gelben Karte oder weil Sie gesehen haben, dass heute nicht so viel geht bei ihm? Na, er hatte gute und hatte schlechte Aktionen. Das war jetzt ein normaler Auftritt. Das kann er besser, aber es war jetzt deswegen gar nicht, sondern er hatte gelb und dann war so eine Situation so im Nachgehen, wo man dann Angst hat, dass er dann gelb-rot kriegt. Deswegen haben wir dann schnell gewechselt. Das war ein normales Spiel von ihm. Pascal Sohm hat heute das erste Mal von Beginn an gespielt, ausgerechnet in Halle. Hat da vielleicht auch die emotionalen Dinge eine Rolle gespielt, dass Sie gerade erwartet haben, dass er sich hier zeigen will? Ja, das mache ich normal nicht prinzipiell, weil dann setzt man sich irgendwie unter Druck, also so, dass ich so Geschenke verteile und sage, du warst mal da. Das mache ich in der Regel nicht, sondern nur, wenn es sich irgendwie ergibt. Und entscheidend war für mich, dass er gut trainiert hat, dass er dran war, dass er nach seiner langen Verletzung fit war. Und dann hat sich das gut ergeben. Ich hatte nachdem ich ja die vier Spiele vorher, die wir am Stück gewonnen haben, habe ich die Mannschaft zusammengelassen und gar nicht gewechselt. War mein Gefühl jetzt, auch nach Uerdingen, wir brauchen frische Kräfte, wir brauchen frische Energie und frische Emotionen. Und dann hat das alles gut zusammengepasst für ihn und er hat ein starkes Spiel gemacht. Genau, andere Frage noch. Die Szene mit Daniel Ziebig, da gab es in der ersten Halbzeit dann am Ende ja richtige Derby-Stimmung hier.
Wie haben Sie das wahrgenommen? War das normales Zwischenreinrufen oder wie waren da die Emotionen am Rand? Ja, nee, das war normal. Mein Gott, jeder vertritt seine Seiten und das ist jetzt, glaube ich, alles, das ist dann hinterher vergessen. Das war nichts Wildes, das hatten wir schon anders. Also, hatten wir schon noch wilder. Nein, alles gut. War, glaube ich, normales Geplänkel, was irgendwie dazugehört. Und letzte Sache, den Abschluss, das Tor von Robin Becker, der eben super über den Außenriss rutscht. Wie haben Sie das gesehen und vielleicht einfach nochmal einen Satz dazu zur Leistung von Robin Becker? Ja, sensationell. Der überrascht einen, weil den trifft er eigentlich nicht so oft, aber dann fällt einem gleich das Tor gegen den HSV ein, so am ersten Spieltag, wo er auch so einen reingedroschen hat. Er hat ja so viele Tore in seiner Karriere noch gar nicht gemacht. Ich glaube, er hat seine Zahl hier verdoppelt schon bei uns. Deswegen, ich frage gar nicht, ich lasse es einfach laufen. Also es war sensationell genommen. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Bedanke mich, wünsche den Gästen aus Dresden eine angenehme Heimreise. Ihnen allen ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.